recht herzlich begrüßen zu unserem großen Spielerinterview kurz vor dem CS Inland Cup 2016. Ich darf da inmitten von zwei Eishockey-Grössen von Vorarlberg hocken. Auf meiner linken Seite ist der Dave Madlener, Neo-KC-Spieler und Spieler im Nationalteam. Servus Dave. Servus, hast du. Rechts von mir Kevin Mazerzinski, frisch gebackener Meister mit mir zu Brügge zur Wald. Servus Kevin. Servus. Wie wir gerade erwähnt haben, du bist ja gerade Meister geworden mit mir zu Brügge zur Wald. Wie hast du die letzte Woche erlebt in der abgelaufenen Saison? Ja, die Playoffs waren richtig anstrengend, weil wir Kooperationsspieler schon so viele Spiele in der Knoa hatten. Und ja, denn die Serie gegen Ferke war hart und dann gegen wir gegen Luschnau sowieso ohne. Und ja, jetzt bin ich eigentlich froh, dass es vorbei ist, dass wir jetzt Pause haben und jetzt fangen wir sowieso bald an mit dem Sommertraining. Kooperationsspieler ist ein gutes Stichwort. Es ist ja, sind einige Spieler von Dornbirn, haben Brügge zur Wald unterstützt in den Playoffs. Das ist eine Thematik, die ist in Vorarlberg emotional debattiert worden. Wie ist da deine Meinung dazu, Kooperationsspieler in den Playoffs? Ja, wir haben eigentlich nichts geregelt. Also wir haben alles nach der Regel gemacht. Also wir haben alle die 10 Pflichtspiele gehabt, dass wir für die Playoffs gemolden sind. Und ja, wir haben halt den Vorteil gehabt, unsere Linie, Oliver Ahrmann, Stefan Häusle und ich, dass wir von oben runtergekommen sind nach der Playoffs gegen das Neumo und haben halt den Rhythmus gehabt. Und das war ein großer Vorteil für uns. Aber für die Kooperationsspieler generell, wir haben eigentlich nichts Blödes gemacht, also es war alles nach der Regler. Dave, du bist ja, wie erwähnt, ein Neo-KC-Spieler, machst den nächsten großen Schritt. Was sind deine Beweggründe hinter dem Transfer gewesen? Ja, aber wie gesagt, das ist ein großer Schritt für mich. Ich habe mir das lange überlegt und gut und bin einfach zum Entschluss gekommen, dass für mich eine Entwicklung das Beste ist. Und ich möchte einfach mal erklären, wie es außerhalb von Vorarlberg abgeht. Ich war jetzt doch mein ganzes Leben lang immer daheim und würde gerne mal das außerhalb von Vorarlberg sehen. Dave, der KC ist ja ein großer Club. Was sind deine Ziele jetzt für die kommende Saison mit dem KC? Ja, meine persönlichen Ziele sind natürlich so oft wie möglich zum Spielen, mich gut in die Mannschaft integrieren und natürlich ins Finale kommen. Perfekt wäre natürlich ohne, wenn wir den Titel holen könnten, ja. Jetzt spielst du heute nicht zum ersten Mal im CS Inline Cup mit, bist als Feldspieler schon öfters tätig gewesen, unter anderem auch bei der gegnerischen Torhüter als Sniper gefürchtet. Was sind die Besonderheiten für dich beim CS Inline Cup? Ja, natürlich, dass du so viele Leute kennst, ist unglaublich. Das Niveau ist top, es ist super organisiertes Turnier. Es kommen viele Leute zuschauen. Ich glaube, das ist mittlerweile eins der größten Turniere in Vorarlberg. Und man hört so rundum, die Leute freuen sich schon. Jeder sieht, man hat Schauer kommen, man hat vorbeikommen. Sogar meine Mama kommt jetzt sogar vorbeischauen. Und die interessiert es eigentlich nicht so und die kommt jetzt auch schon schauen, weil sie es überall schon gehört hat. Und das ist natürlich herrlich, wenn man die Leute kennt. Man sieht die Leute, die man im Winter eben nicht so oft sieht. Und eben, das ist natürlich schon super, ja. Und wer ist dein Favorit auf dem Turniersieg und warum? Ja, für mich ist natürlich der Titelverteidiger Bürster Favorit, der letztes Jahr eigentlich super gespielt und verdient dann am Schluss Finale gewonnen, leider gegen uns. Und ja, ich glaube die Auenland Rangers oder so, die haben auch noch ziemlich gute Truppen und das sind eigentlich für mich die zwei Favoriten, ja. Kevin, du hast ja auch schon öfters mitgespielt. Was ist jetzt für dich die Besonderheit? Wo liegt der Unterschied, wenn man vom Eis auf den Asphalt wechselt? Eben, wie gesagt, der Ball und halt die Rädle. Und ja, aber ja, du brauchst halt viel mehr Skills, zum da gut zum Mitspielen können. Vor allem bei dem Turnier, wo viele gute Leute da sind, musst du halt gerade noch mal ein klein besser spielen und ja, mal schauen, was rauskommt. Ja. Und wer ist für dich der Favorit auf den Turniersieg und warum? Eben, so wie der Dave gesehen hat, Börs und Auenland Rangers haben zwei gute Mannschaften und ich hoffe, dass wir vorne auch wieder dabei sind. Ja, dann möchte ich mich bei euch recht herzlich für eure Zeit bedanken und wir sehen uns am 28. und 29. in der Oberau in Feldkirch.